So, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und willkommen bei einem weiteren Video. Heute mit am Start the one and only, Emre. Peace, Freunde. Was geht? Was machen wir jetzt? Wir waschen das Auto. Danach werden wir Tantuni Sandwich essen gehen. Emre war schon mal dort, er sagt, es ist lecker. Und ich habe mir gedacht, wir sind jetzt mal wieder in München und es ist ein kleiner süßer Laden. Wir schauen uns den einfach an. Viel Spaß im Video. Boah. Alter, 50 Cent und eine Minute ist Frechheit. Autowaschen ist hier krank teuer. So, jetzt Bürste. Mach den Schaum hier jetzt raus, Kollege. Schau mal da hier. Und ja, liebe Freunde. Ihr seht richtig, es ist kein Wasserschlauch mit der Bürste verbunden. Was geht da ab? Die Bürste ist kaputt, leider. Ich glaube, du musst es dran schrauben. Ja, ich glaube, es ist kaputt. Damit die Leute wieder gut lesen können. Bisschen reinig, meinigen, weißt du? Oder du kannst es nicht umschrauben. Emre denkt, dass man das Teil abschrauben muss und da dran machen muss. Ich sag, es ist kaputt. Keine Chance, Bruder. Was machst du da? Ja, alles klar, Digga. Danke fürs Gespräch, Alter. Auto ist sauber, würde ich sagen. Was sagt ihr, Freunde? Also für die Leute, die nicht wissen, ganz kurz. Als Tantuni bezeichnet man Rollen aus Jufka-Fladenbrot, gefüllt mit gegartem, gehacktem Rind oder Lammfleisch und Lammfett. Tomate, Zwiebeln, glatter Petersilie, Sumak, gemahlenen Chili, Kümmel und gemahlenem schwarzen Pfeffer. Ich kann nicht lesen. Serviert wird Tantuni traditionell mit Zitrone und scharfem Chili. Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, es sieht aus wie ein Dürüm. Und wir schauen mal was. Ganz kurz. Andere arbeiten hart dafür, um das einzusammeln. Du schmeißt es weg. Das hat keinen. Ah doch, es hat Bahn. Das wird rausgeschnitten. Du musst überlegen, es gibt immer noch Menschen, die sammeln das auch. Somit tue ich eine gute Sache. Ziemlich sozial. Hau mal ab. Ist das Auto jetzt sauber? Nee, irgendwie nicht. Ich hätte einfach Waschanlage fahren sollen. Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Dumb. Back in my bag and I got a brag, I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back. Fix, Alter. Ist dann angekommen, Alter. In der Parkgarage, ich geht's mal am Arsch, Alter. Ich hab erfahren, dass Wien richtig schön sein soll und der Döner dort am besten ist. Was ist deine Quelle aber? Folge einem YouTuber namens Lukas. Wie ist Ferhat Döner? Ferhat Döner? Ich erkläre es, ich sag's jetzt hier offen und ehrlich. Sobald du Ferhat Döner gegessen hast, schmeckt dir kein anderer mehr. Deswegen kann ich fast keine Döner-Videos mehr drehen. Willkommen Freunde bei Tantuni. Grüß dich. Ich muss als allererstes mal sagen, der Laden sieht cool aus. Ich glaube, ich bin mal an der Eröffnung hier vorbeigekommen, ich habe aber hier noch nicht gegessen. Hier gibt es anscheinend eine größere Auswahl an Kaffee. Der Laden sieht ziemlich cool aus, so schwarz-rot gehalten mit so ein bisschen Holzlook und so. Also sieht auf jeden Fall stabil aus. Ich will mich nicht auf dem Bild haben. Servus. Wie geht's? Alles gut bei dir? Alles super, alles super. Was ist Tantuni genau? Tantuni ist ein türkisches Streetfood, kommt aus Mersin. Mhm. Genau, wird normalerweise mit Rind im Lavash, Tomate, Zwiebel, Petersilie serviert. Mhm. Aber wir haben das ein bisschen erweitert, weil mit drei Zutaten kommen wir hier nicht weit. Ja. Deswegen haben wir unser klassisch mit Salat, Tomate, Zwiebel, Petersilie und Spitzpaprika gemacht. Ja. Und ein Special haben wir, also zwei Specials, aber das Special Rind ist mit Rindfleisch, Salat, Avocado, Granata und Spitzpaprika. Cool, okay. Genau. Dann würden wir die beiden mal nehmen. Auf jeden Fall werden wir jetzt einen kleinen Blick hinter die Theke werfen, wie das genau gemacht wird. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nie gegessen. Ich habe schon sehr viele Sachen gegessen, aber legen wir los. Genau, das Fleisch wird täglich von uns frisch geschnitten. Ja. In Scheiben, ziemlich kleine, dünne Scheiben. Einfach nur Salz, Pfeffer, bisschen Salz, Gewürze, Pfeffer, Paprika. Bisschen Paprikapulver. Pfeffer, das war's auch schon. Durch dieses Paprika, es kriegt direkt eine schöne Farbe, gell? Auf jeden Fall. Eieiei. Ja, Mann, du darfst echt scharf machen. Okay. Wir sollten auch schon was schmecken können.
mal das Lamasch, tun das drauf. Dann durch die Hitze wird das Lamasch so warm. Mhm. Und das tut noch ein bisschen Fett anziehen. Mhm. Also aufsaugen. Deswegen brauchen wir auch keine Soßen. Also crazy, die verwenden so gesagt gar keine Soßen, sondern arbeiten nur mit dem Öl und dem Fett und dem Eigengeschmack von den Gewürzen und dem Fleisch. So sieht dann das Lavaschbrot aus. Boah. So. Ab. Drauf. Dann Zwiebeln. Jetzt tun wir noch Zitrone rein. Bisschen Granatapfelsoße. Und Salz zum Ende, dann zusammenrollen, das war's. Genau, zusammenrollen, einpacken und dann. Also Real Talk, es sah sehr einfach aus, muss ich sagen. So, es ging auch sehr schnell, es hat jetzt gefühlt 2-3 Minuten gedauert. Das Fleisch, zack, zack, zack. Das Fleisch bereiten die jeden Tag selber frisch vor, deswegen liegt es da drin. Ich bin gespannt, ob das Fleisch auch wirklich zart ist, ob es wirklich gut schmeckt. Und ja, jetzt bereitet er noch eins vor, ein spezielles. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber das sehen wir gleich. Jetzt hocken wir uns raus und probieren erstmal. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hier haben wir noch das Fleisch drin. Wow. Was ist jetzt hier alles drin? Da ist Salat, Avocado, Granatapfel und Spitzpaprika drin. Das ist der Renner hier. Ja, würde ich euch auch empfehlen. Danke. Ich weiß schon. Tomaten, Fleisch, Zwiebeln, Petersilie. Wie Lukas gerne sagt, Petersilie. Ich muss ehrlich sagen, es sieht sehr, sehr clean aus. Also so perfekt gemacht. Direkt was zwischen den Zähnen. Petersilie. Petersilie. Durch die Zitrone und durch diese Petersilie und diese Sumak-Schärfe von den Zwiebeln und die Zwiebeln selber und so säuerlich, scharf, fleischig ist. Und das ist halt genau mein Geschmack. Ich weiß nicht, ob die das Brot selber machen oder so, aber das fühlt sich an wie so eine Apfelhaut, die ein bisschen dicker ist. Und das ist geil, du isst es einfach mit und es trägt nur das Zeug in deinen Mund rein. Das ist schon ziemlich nice. Ich muss sagen, die Dönerläden könnten so ein Papier auch benutzen, wo du es einfach hier so aufreißt. Da steht ja auch RIP hier. Mhm. Ja, würde Sinn machen. Ich finde, das Geile ist, durch die Würze hat es einfach Power, Mann. Ich habe es auch schon in Mersin gegessen. Mhm. Und es schmeckt nicht so krass wie hier. Das liegt, glaube ich, daran, die tun halt weniger Fleisch rein, ich glaube, weil die Fleischpreise so hoch sind. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das auch noch nicht in der Türkei gegessen, oder? Mhm. Noch nicht, gell? Auch das Fleisch, die haben das da unter dem, ich weiß nicht, wie man das nennt, dem Wok auf jeden Fall, haben die das in so einer Schublade drin, was sie in der Früh immer vorbereiten. Und trotzdem ist es wirklich, das Fleisch ist schon zart, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen fester, ein bisschen zäher sein, ein bisschen unangenehm, aber das ist... Die müssen das in der Früh vorbereiten, weil die schneiden es per Hand, keine Maschine. Ah. Die müssen erstmal richtig dünne Scheiben rausschneiden und danach nochmal klein. Okay, okay. Es ist kein Hackfleisch, aber es ist fast wie ein Hackfleisch. Ich muss sagen, diesen Special esse ich echt gern. Findest du den besser als den klassischen sogar? Ja. Wir holen das jetzt mal raus hier ein bisschen, ne? Holen wir mal raus hier das Ding. Oder auch nicht. Doch, wir holen es raus. Nee, ist egal. Das Brot hat sich auf jeden Fall schon so voll gesaugt mit diesem Fleischjuice. Man sieht es hier. Schön das Öl ins Brot reingelaufen. Granatäpfel, Kerne sieht man hier, Avocado, Zwiebeln. Und hier sind noch mehr Granatäpfel. Ich würde einfach sagen, wir probieren. Strammer Biss auf jeden Fall. Ich bin ehrlich, schmeckt sehr, sehr auch, sehr, sehr lecker. Der Granatapfel da drin, den finde ich halt unangenehm zu beißen, so der stört mich einfach. Und ohne den Granatapfel, ohne der Avocado, hast du halt einfach diesen mehr Säuregeschmack, mehr Fleisch, mehr Power einfach. Das ist nur eine Geschmackssache. Ich bin halt einfach der deftige Typ. Ich würde am liebsten das jeden Tag zum Frühstück essen. Was wollte ich noch sagen? Aber gut schmeckt, wa? Was sagst du? Ist lecker, ja? Stopp. Krass, wie viel Juice dieses Fleisch hat. Du brauchst echt keine Soße dafür.
Ich verstehe natürlich, was Emre meint und so, diese Spielereien und so. Ich muss auch ehrlich sagen, der schmeckt übertrieben gut. Aber ich bin einfach der klassische Typ so. Für mich soll das in eine Richtung gehen. Ich will, in eine Richtung will ich Schärfe, Säure, einfach so ein bisschen, keine Ahnung. Ich liebe das einfach. Das ist mein Ding. Wenn du mal überlegst, viele, die halt so ein Special machen, da ist Weltenunterschied zum Original. Was trifft meinen Geschmack mehr? Ist der klassische einfach für mich der stabilere, weil diese süße Note, die dieses Spezial gibt, die brauche ich einfach nicht. Wenn du mit deiner Freundin hierher kommst, die haben so ein bisschen Süße, die wollen so ein bisschen, ihr wisst selber, so ein bisschen Spielerei, Avocado, Granatapfel, fühle ich voll und ganz. Aber für mich ist der klassische ganz klar der Winner heute, aber beide sind trotzdem sehr, sehr stark. 12 Sekunden später. Das Verrückteste an der ganzen Sache ist, Freunde, bei Tantuni, und ich bin schon sehr, sehr lange auf der Suche, die haben das originale Marasch-Eis hier. Das heißt, wir werden uns jetzt noch eine kleine Nachspeise gönnen. Granatapfelsirup wahrscheinlich, Granatäpfel drauf, Grieß und drunter Marasch-Eis. Ich habe das bisher nur einmal hier gegessen und ich habe keine Ahnung mehr, wie es schmeckt. Probier. Soll ich probieren? Let's go. Geile Kombi. Probier einfach. Das hat so ein bisschen, denke ich mal, durch dieses... Es ist oben warm, oder? Ja. Also so Hot Brownie-Effekt. Boah, und dieses Eis ist zu krass. Oh mein Gott. Boah, dieser Grieß, der schmilzt auf deiner Zunge. Keine Ahnung, was sie mit dem Grieß gemacht haben. Dann dieses Marasch-Eis ist so, ist wie so weicher Zement. Das ist schon eine Zuckerbombe so, aber schmeckt sehr, sehr geil. Boah, dieses Marasch-Eis ist mein Lieblingseis. Es gibt kein besseres Eis in meinen Augen, so Milcheismäßig. Kannst du was kauen, lutschen. Ja, Leute. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. So, Freunde. Ein dicker Kuss geht raus an Tantuni, es war echt übertrieben lecker. Emre, kommst du? Gute Empfehlung, Bro, ehrlich. Ich muss halt eins noch sagen, eigentlich ist ja München so blau, was Essen und so angeht. Ja. Und es entwickelt sich langsam immer weiter. Also du findest immer mehr Spots, wo was so... Wo was geil schmeckt. Ausgefallen ist und was geil ist, weißt schon. Und das muss ich auch sagen so, der Spot hat mich wirklich überrascht, war sehr, sehr lecker. Kann ich jedem empfehlen. Jeder, der dort war, kann mir gerne auf Instagram oder unter das Video einfach mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Kuss geht raus ans Tantuni, dass ich da drin auch filmen durfte, dass ich hinter die Küche schauen durfte, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Peace.